Sodele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, spannenden Folge Robin Hood Sherwood Builders. Wir sind hier in unserem Versteck, man sollte auch genau gucken, in unserer Hütte hier, ne, da wo wir pennen. Hier hinten im Regal habe ich was zu essen und ein Reparaturkit gefunden. Hier in der Truhe ist noch jede Menge Essen, das heißt, das können wir jetzt alles mal mampfen, weil wir haben tierisch Hunger, so wie es aussieht. So, das war jetzt die 5 und die 6, glaube ich, ne? Ne, 5 war trinken. Jawohl, kippen wir uns einen hinter die Binde. Dann mampfen wir was und dann machen wir heute die nächsten Aufträge, weil wir müssen ja den Ruf hier in Barnsdale erhöhen. Auf jeden Fall. Und müssen immer zwischendurch gucken, was wir hier noch alles haben, was wir essen können. Rehfell ist mir jetzt egal, Wolfsfell auch. Das müsste man braten, da haben wir jetzt nichts für Zwiebel. Kann ich die Zwiebel so essen? Manchmal roh gegessen, wir gucken mal, ob ich die essen kann. Roh? Ne, geht gar nicht da drauf. Käse kann ich auch so essen, oder? Jo, Reparaturwerkzeuge, hier sind sie. Ich tue die mal ganz nach vorne. Gegengift, Moos, leere Flasche, kann auch hier bleiben. Pinie, schmeiß mich weg. Zwiebel, da ist Schilf. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen was. Da können wir noch gucken. Hier haben wir noch Salz, Zwiebeln, Rehfell. Wie viele Rehfell haben wir denn hier drin? Ich meine, hier war noch was. Das ist Wein, 21 Kupfer. Hier, 3 Kaninchenbraten. Die können wir auch noch mitnehmen. So, und jetzt kann ich, das war der leere, ne? Kann ich das hier alles da reintun erstmal? Hoffe ich zumindest. Kann ich. Lol, das passt sogar alles da rein. Sehr gut. Das Moos kann da rein. Gegengift behalten wir. Das kommt hier hin. So, passt. 4 leere Flaschen. Damit können wir jede Menge, jede Menge, neues Wasser machen. So, noch mehr Käse hier. Brunnen. 2, 3, 4 Stück herstellen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann können wir direkt den ersten Kommentar lesen von Tigresito. Der schreibt nämlich, schön, dass du es jetzt spielst. Seit deinem Angespielt der Demo vor längerer Zeit hatte ich es auf der Wishlist. Reparieren kannst du nur mit Reparatursets. Die kann man finden oder auch selber herstellen. In der Schmiede. Nachdem du deinen Bogen jetzt verbessert hast, lohnt sich ein Neubau nicht mehr. Ach ja, schau dir mal die Lebensmittel an, speziell die Getränke wie Bier, Ale etc. Die reichen am Anfang auch aus zum Heilen. Und somit haben sonst keinen negativen Effekt. Und kochen lohnt sich durchaus. Okay, müssen wir mal gucken, wo und wie wir kochen, lieber Tigresito. Das weiß ich nämlich nicht. Und ja, ansonsten haben wir jetzt ein bisschen aufgefüllt. Wir haben ein Reparaturkit, das passt auch. Und da müssen wir mal zusehen. Können wir die denn schon bauen, die Schmiede? Das können wir gerade mal gucken, bevor wir losziehen. Wir haben 17 von 40%. Also mal gucken, ob wir es heute auf 40% schaffen. Ich weiß es nicht. Schießplatz. Wir haben doch die Schmiede da gebaut, oder? Ne, es ist ein Schmelzofen. Das ist nicht die Schmiede. Hier ist der Schmied. Dafür brauchen wir Pinier, dafür brauchen wir Stein und dafür brauchen wir Kupferbarren. Okay, da müssen wir zusehen, wenn wir wiederkommen, dass wir Kupferbarren einschmelzen. Und dann die Schmiede bauen. So, wo sind denn hier noch... Guck mal, da ist der Redstone-Knoll, da ist Kupfer. Hier, da könnten wir mal hingehen. Das ist ja noch eine Quest, ne? Gehen wir mal zu der Quest da hinten und gucken, ob wir die in Ruhe dann erledigen können und was der Kollege vor allem von uns will. Bin mal gespannt. So, du musst mal weg, ich muss mal hier über die Brücke. Ich find's lustig, wie er sich immer so in die Kurve legt, wenn man dann links und rechts läuft. Ja, Ausdauer hat der Junge auf jeden Fall, das muss man sagen. So, und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wer ist das denn da? Ach, sind das wieder unsere Räuber? Kann das sein? Level 4. Ja. Ha! So, komm her, komm her, komm her. Jawohl. Daneben. Komm her. Eieieiei. Mal gucken, was die hier so dabei haben. Sehr schön. Ein Apfel und ein paar Münzen. Aber vielleicht ist ja auch wieder was im Lager. Wer weiß. Mal gucken, da steht doch schon was. Ah, spawnt das immer neu? Ach, gar nichts drin. Toll. Aber ein Feuer. Hier können wir kochen, ne? Hasenbraten haben wir nicht. Gebratene Rehe haben wir nicht. Warum muss da Salz dran? Okay, da hinten ist einer. Ich will aber zu dem da.
Der war näher hier. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? 99. Da könnten wir auch bald mal ein paar neue machen. So, und der Bogen ist halb kaputt. Der geht relativ schnell kaputt, muss ich sagen. Ach, die sitzen hier im Lager. Und da drüben sind die... Alles klar. Was willst du denn, mein Lieber? Was willst du? Kann ich mit dir reden? Freund oder Feind? Hängt davon ab, was du von König John und dem Sheriff hältst. Einer auf dem Scheiterhaufen, der andere, um die Flammen zu schüren. Okay. Ein Freund. Sehr gut, mein Name ist Theobald, guter Herr. Auf der Suche nach was? Cocaine? Wir alle sind seit Monaten unterwegs. Der Sheriff möge sein Ding schrumpfen und abfallen, war uns allein ein Dorn im Auge. Hat mein Haus in Asche zurückgelassen, bin kaum mit der Familie rausgekommen, hab den Rest der Menschen zusammengetrommelt und so wandern wir durch den Wald Woche für Woche. Okay. Cocaine? Ein erfundener Ort, aha. Nicht erfunden, aber legendär. Und ich werde es finden. Außerdem ist es besser, nach Cocaine zu suchen, als dort zu leben, wo der Sheriff regiert. Bäh. Genau, die können auch bei uns im Dorf übernachten, ne? I'll stop you there. I thank you. But we continue on. The sooner we set damage, okay. What now? Geister. Okay, Theon, nächsten Quest zu folgen. Großen Geister. Das kann, der wieder mit seinem Gift, ne? Geh weg. Klar. Oh, ich bin zu weit weggegangen. Hilfe! Nein, ich muss hier bleiben. Lass die Leute in Ruhe. Echt überall nur Gift hier. Würdest du jetzt mal aufhören? Hey. Du sollst mich nicht hauen. Geh weg. Ich glaube, es hackt. Ja, die immer mit ihrem Gift da, ne? Mal dich hier loswerden. Würdest... Unglaublich, der Typ, ne? Wenn du mal stehen bleiben würdest, würde ich das gerne. Guck mal hier, alles einsammeln, was nicht nie so nagelfest ist. So, haben wir... Wir haben doch ein Gegengift, ne? Gib mal her hier. So, so, so. Dankeschön. Sehr gut, jetzt sind wir natürlich fast tot hier. Ich hoffe, das hilft überhaupt was. So, jetzt gleich mal. Ich sammle gerade hier ein, dann rede ich mit dir, mein Freund. Keine Angst. Das sind keine Geister, das sind irgendwelche Irren. So, da Münzen und da Münzen und hier. Kann ich jetzt mit dir reden? Oh! Nottingham Castle. To the poor and needy. However, they do not escape the attention of the Sheriff of Nottingham. It is known that one could hardly find a more formidable foe in the entire kingdom. Blasted savages. Verdammte Wilde. We've been on the road for some time and we'd be in dire straits if it weren't for you. I can't offer much. Hunger afflicts us too. But tell me your name. Ich habe kein Verlangen nach Gold, noch suche ich Bewunderung. Aber danke, ich bin Robin von Locksley. Aha. Danke, Robin of Locksley. Ja, super. So, jetzt haben wir wieder ein Zeug hier im Inventar. Müssen was essen, ne? Was ist das denn hier? Eine Steinhalskette, okay. Ale. Kann ich das hier so benutzen? Nein. Tun wir mal hier hin. Was ist das denn? Schafgarbenbalsam, okay. Wofür auch immer. Das ist Bier. Dann gib mir erstmal 8. Können wir das direkt testen hier? Ah, sehr gut. Direkt den nächsten hinterher süppeln. Wir müssen ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 22, okay. Das ist doch schon mal was. So, sonst noch was hier. Das ist roh. Kann ich das vielleicht bei denen hier braten? Wenn wir Salz dabei haben? Nein, darf ich nicht. Hier darf ich natürlich nicht braten, weißt du? Geht nicht. Ja, dann essen wir den Apfel.
Komm, Apfel her. Dankeschön. Bogen ziehen. War das jetzt die Quest? Scheint so. Königliche Soldatenlager. Oh Gott. So lang der Ruf, es gibt Feinde im Lager. Sollen wir da mal hingehen? Da ist ein Bett. Da ist ja noch eine Quest. Wir gehen mal hier hin. So. Gucken wir mal, was da los ist. Mehr wie aufs Maul kriegen können wir ja nicht, ne? DC Love schreibt noch, du kannst reparieren, dafür brauchst du eine Schmiede und in deinem Versteck. Dort kannst du Reparatursets herstellen, indem du deine Werkzeuge und Waffen reparieren kannst. Kampfstil umstellen auf präzise, dann klappt das auch mit dem Nahkampf. Um Leute auf der Karte in einem Dorf zu sehen, musst du erstmal mit den Leuten reden. Wenn du Bogen ausgerüstet hast, kannst du mit X deine Pfeile auswählen, welche verwendet werden. Ein Punkt am Köcherzeichen ist Köcher 1, 2 Punkte Köcher 2. In 1 hast du gerade deine Holzpfeile drin. Du kannst Gegner verlangsamen, wenn du ihn ins Bein schießt. Bei den Banditen im Wolfsrüstung weiß sind welche dabei, die dich vergiften können. Jo, das haben wir jetzt gerade auch gemerkt, ne? DC Love. Und Emlim schreibt noch, alternativ gibt's die Bogensehne beim Händler in Robins Dorf. Edit, okay, hast du gefunden. Jo, haben wir dann auch gefunden. Aber ich brauche immer ein bisschen länger. Für alle, die neu sind, ja? Ede braucht immer so ein bisschen länger. Was ja auch nicht schlimm ist, wir sind ja sowieso gemütlich unterwegs hier. Von daher. So, Augen auf beim Eierkauf. Da hinten ist die schöne Brücke. Wir müssen natürlich durchs Wasser warten hier. Da, 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 da. Jetzt rennt er schon wieder. Wo ist Essen hier? Ach, da ist schon das Soldatenlager, okay. Na dann. Okay, die Frage ist, will ich gegen die kämpfen? Sind die nicht zu hoch? Die ist 11. Okay. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich bin. Sehe ich irgendwo mein Level? 80 und 3. Ja, da brauche ich gar nicht schießen mit 3 Pfeilen. Pff. Nee. Wo sehe ich denn mein Level? Level 6. Okay, die sind ein bisschen hoch, würde ich behaupten, ne? Wir könnten ja auch noch ein bisschen was machen, du. Maximale Gesundheit können wir auch machen. Dafür brauchen wir erstmal hier. Hungertoleranz, yo. Statusschäden, okay. Bogenschaden, yo. Bogenverschleiß, minus. Bogenschaden. Kostet 5, 4. Statusschäden. Dankeschön. Und hier hinten nochmal. Dursttoleranz, jawohl. Anwenden. Sehr schön. Ich will auf jeden Fall erstmal meinen Bogen hoch haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie machst du das hier? Wenn die Level 11 und so sind. Der andere kommt auch noch mit Garant hier. Diese Ratte. Nehmen wir mal die drei hier. Na komm. Dankeschön. Lauf. Gerade hier wieder umstellen auf die Holzpfeilchen. Naja, kiten kann man die ja relativ gut, weil Ausdauer verlierst du irgendwie gar nichts. Ah, da ist noch einer. Hallo. Ja, genau. Aua. Lass das. So, einer weg. So hat sich das zumindest angehört. Die sind so doof. Tschüss. Komm her. Komm. Immer noch. Jetzt hüpft er mal auf Seite, weißt du? Jetzt. So, wo bist du? Wo bist du? Ach, der steht da drin. Da, ich sehe dich. Oh ja. Alter Falter, der trifft mich auch noch, der Sack. Hallo? Lass das, ich will nicht sterben. Junge. Kommt der hin? Haben wir noch was zum... Nein!
Lauf, mein Freund, lauf! Das ist der Nachteil, wenn man nur mit drei Leben hier rumläuft, ne? Wir sind gleich tot. Nix fire at will. Du sollst mal sprinten, Robin. Und nicht dumm hier rumstehen. Uiuiuiui. Ich hoffe, der dreht doch nochmal um. Mal gucken. So, wo ist das denn? Hier auf der 7. Sieht er mich nicht mehr? Wir müssen ein bisschen Leben regenerieren. Sonst haben wir ein Problem. Aber die beiden anderen, die tot sind, die könnten wir ja looten, ne? Die könnten wir looten. So, Steve schreibt, super, wieder wie immer, Edis. Danke, Steve. Liebe Grüße, Steve. So rum. Nicht danke. So, immer gerne. Tut sich das auch von alleine regenerieren? Das ist hier die Frage. Hier haben wir noch ein bisschen Schilf. So, es sind ja jetzt mindestens zwei weniger. Aber gut, die sind auch extrem hoch, muss man sagen, ne? Mit 11. Die sind ja knapp doppelt so hoch wie wir. Ich wollte eigentlich nur da hinten die Sachen sammeln. Gucken, ob die noch hier liegen. Die. Ich will immer. Ich weiß nicht warum. Ich drücke immer C, um mich zu ducken. Aber es ist ja Steuerung. Und wo liegen die denn hier hinten? Wo liegt ihr hier? Ja, genau. Königlicher Konvoi. Jetzt. Mit meinem Leben. Das kannst du vergessen. Da unten liegt Zeug. Brauche ich gar nicht machen. Töte die Feinde und halte den Konvoi auf. Kannst du vergessen. Aber nicht mit zwei Leben. Ich muss erstmal ins Bett hier. Auf der anderen Seite nicht im Bett. Da war doch irgendwo im Bett, ne? Genau, da. Da hinten irgendwo. Ja, mit dem Leben brauchen wir den Konvoi gar nicht machen, wie gesagt. Und mit unseren 62 Pfeilen. Da müssen wir noch ein paar neue machen. Was liegt da? Nix. Aha. Ach, das ist das Fieder. Okay, Kontrollpunkt. Ah, Barnstail speichern. So, da müssten wir eigentlich wieder volles Leben haben, oder? Haben wir, aber es ist dunkel. Na toll. Was haben wir denn noch was hier drin? Guck mal, das Bier können wir nehmen. Ale können wir nehmen. Das tut ja auch ein bisschen, Huhn und Salz. Gott erhalt's, ne? Oder wie war das? Koch mal. Hasenbraten, gebratene Rehe. Können wir das machen? Nein, toll. Kann nichts davon machen. Weil wir kein Reh haben. Ich hab nur Huhn. Super. Guck nicht so, Eule. Haben wir hier Holz in der Nähe? Wegweiser. Da ist auch irgendwas. Wie viel haben wir denn? 22. Wie sollen wir denn das schaffen da hinten? Auch noch irgendwie. Noch was drin? Nein, da hinten leuchtet es ja. So, mal gucken, was in dem Konvoi drin ist. Ah, guck mal hier, hier gibt's Moos. Weiß doch gar nicht, ob der jetzt vorbei und weg ist. Sind die Fuzzis wieder da? Oder sind die weg? Zwei hatten wir ja getötet. Da hinten steht nur einer. Ich glaube, da vorne war noch einer. Was ist hier? Ist der echt so blöd? Ist nicht dein Ernst, ne? Keine Ahnung, ob hier noch einer ist. Hier gerade keinen. Was ist denn hier? Ja, jetzt habe ich so umgeschmissen. Und nu? Sammeln wir schnell alles ein, was wir können. Bevor die kommen, das gab 1%. Gib, gib. Dankeschön. Wo die hier wieder ankommen. Oh, was ist das denn? Schriftrolle. Erlangt dagegen schon Schriftrolle. Nice. Da liegt noch was. Was ist hier drin? Da.
Wir müssen neue Pfeile machen. Und wir müssen nach Hause und dann gucken, ob wir da... Ja, immer diese, ne, Randalierer hier. Schlimm. Wie es hier rumwabbelt. Dann müssen wir gucken. Ich hoch? Kann ich hier hoch? Nein. Da kannst du natürlich nicht hoch, weißt du? Macht da nicht. Okay. So, dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein paar Kupferpfeile hinkriegen und vor allen Dingen erstmal aufwerten. So, dass wir die Schmiede bauen können und dann noch auf jeden Fall zusehen, dass wir ein Repair-Kit oder zwei kriegen. Ja, wie gedacht, der Konvoi ist weg. Aber immerhin haben wir hier das Lager leer geräumt. Lager ist leer, ist grün. Passt das nix? Nein. Kann ich direkt hier hin? Nice, das geht. Muah. Super, dann kann ich runterscrollen. Oh, das waren schon alle Kommentare. Okay, alles klar. Kein Problem. So, da ist der. Kann ich dem jetzt eigentlich auch mal wieder irgendwas verkaufen? Nee, das ist nur der Stallmeister. Bin auch ein Experte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hatten wir das Kupfer hingeräumt? Ich glaube, in die Lagerkiste, ne? So. Hier ist nichts mehr drin. Knoblauch, Zwiebeln, gib mir mal alles. Vielleicht können wir daraus was kochen. Schulter Universal. Nee, nee, ich mag den Umhang hier mit der Kapuze. So, und ich habe jetzt auch mal ein bisschen rumgeguckt und gelesen, ne? Das Spiel ist ja sehr kontrovers, muss ich sagen. Einige finden es gut, andere finden es einfach nur grottenschlecht. Mir persönlich gefällt's und ich werde so lange spielen, bis ich keine Lust mehr habe. Oder bis ihr sagt, nee, lass was anderes machen. Hase und Reh. Super. Das ist ja wieder viel. Lass mal hier drin gucken. Vielleicht können wir es auch irgendwann dann einfach im Stream mal zwischendurch ein bisschen spielen. Dass wir dann so eine lange 2-Stunden-Folge machen oder so im Stream. Und jeder, der live dabei sein möchte, der kann dann live dabei sein. Und wer nicht live dabei sein möchte, der kann es dann im Nachhinein gucken, so wie er Zeit und Lust und Laune hat. Honigkompresse, die tut auch ein bisschen Gesundheit regenerieren, das ist gut. So, wo war das Kupfer? Das ist Lehm, das ist Buche. Gib mal her. Hier muss doch Kupfer sein. Wir hatten doch Kupfer. Hasenfleisch, Huhn, toll. Farbe. Hier ist alles drin, nur nicht das, was wir brauchen. Schmalz. Gott, ey. Käse kannst du hintun, Gerstenbrot kannst du hintun. Weg damit, die Schriftrolle behalten wir mal, die Buche auch. Den Wein weg, 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 weg. So, jetzt haben wir erstmal genug. Kann ich das hier irgendwie sortieren? Konstruktion, Alchemie, Kochen, Basteln. Ah, okay. Also, hier ist kein Kupfer. Wo haben wir denn Kupfer? Da, dann müssen wir hier hin. Interessanter Ort, genau. Ressource Kupfer und hier oben Ressource Stein. Ja, wir brauchen Kupfer. Dann können wir mal direkt an der Schmiede gucken, was wir brauchen, um das Kupfer einzuschmelzen. Das schauen wir jetzt auch mal. Ich glaube nämlich, da brauchten wir Buche, oder? Buche, genau, haben wir sogar. Das ist Kupfer. 3 Stück für einen Barren. Wir brauchten 5, ne? 3 Kupfer, 3 Buche, 5 Münzen? Warum brauche ich denn 5 Münzen dafür? Was ist das denn? Das heißt, wir brauchen mindestens 15 Kupfer, das wir gerade holen gehen müssen. Und das Repair-Kit habe ich bestimmt schon wieder weggeschmissen, ne? Nein, hier. Zieh auf den Gegenstand, um ihn zu reparieren. Dann mach mal. Perfekt. So. Ist aber auch ein bisschen blöd, dass man Reparaturkits braucht, die man selber herstellen muss in der Schmiede. Und es ein bisschen dauert, bis man die überhaupt bauen kann und so. Aber okay. It is what it is. Wir können es nicht ändern. Und trotzdem macht es Spaß. Und das ist das Wichtigste. So, hier ist Kupfer. Wahrscheinlich reicht das jetzt wieder nicht. Könnte ich für wetten. So, die ist auf der 9. Okay. Das ist aber nicht viel Kupfer. Muss ich mal sagen. La, 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 la. So.
Oh, er kann nicht mehr, der arme Kerl. Das arme Mäuschen kann nicht mehr. Pling. Okay, das Zeug. Sehr gut. Was ist hier drin? X. Super. Aber das müsste ja dann auch respawnen mit der Zeit. Da ist Kupfer. So, bin ich mal gespannt. Wie viel wir da rauskriegen? Wahrscheinlich 14 oder so. Pass auf. So, der letzte hier noch. Dupti-dupti-du. So. Warte, kurz Ausdauer, weil der kann ja wieder nicht mehr, ne? Das ist echt ein bisschen, müssen wir mal gucken. Auch ein bisschen mehr Lebensskillen dann. Gleich. Ich meine, den Bogen haben wir jetzt schon fast durch. So, wie viele Buche haben wir? Das Pinie. Buche haben wir 49. Okay. Das müsste eigentlich reichen. 25 Kupfer, 17 Kupfer, das heißt 35, 42 Kupfer. Das reicht auf jeden Fall. Das reicht auf jeden Fall. Ab nach Hause, einschmelzen. Mein 5 haben wir gebraucht. Oh, hier ist die Brücke kaputt. Wieso ist die Brücke kaputt? Hier kann man bestimmt auch noch bauen, so wie das aussieht. Was da hinten? So. So, hier hoch müssen wir, ne? Ja, da steht die Schmelze. Dann lass mal gucken. Ich mach schon mal 5 Stück hier. Each. Kupferbahn. 2, 3, 4, 5 machen wir mal. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Macht der alle 5 auf einmal oder immer nur einen? Das würde mich interessieren. Können auch 9 machen. Können sogar ein Ziel machen. Aber für alles brauchst du Münzen. Das ist schon okay. Und das hier ist jetzt wieder eine Sache, wo ich sagen muss, das gefällt mir nicht so für einen LP. Wenn man hier steht und Sachen craftet. Währenddessen wieder nichts machen kann. Der ist ein bisschen suboptimal, aber das kriegen wir schon hin. Er macht wenigstens direkt alle 5. Super. Ins Lager schicken? Nee, gib mir. So machen wir das. Jetzt können wir hier oben gucken wegen der Schmiede. So, die Schmiede, Alchemielabor, Schmied ist hier. Den brauchen wir, ne? Was haben wir denn? Kupferbarren 0 von 5. Okay, Steine 11 von 5. Pinie brauchen wir auch 30. Weißt du Bescheid? Warum drücke ich immer Escape? Ab ins Lager. Die hier reinschmeiße, müssten wir die haben. Ne? Guck mal, Kupfer kannst du rein, Kupfer kannst du rein, die kannst du da rein. Ne, kannst du nicht da rein, weil voll. Müssten wir wieder upgraden, kosten 500. Machen wir mal. So, dann könnte man dem Fuzzi hier noch die Steinhalskette verkaufen. Mein Angebot. Ja, cool. Will ich dir verkaufen? Willst du die haben? Bin ich doof? Wo kauft der die denn? Kaufen? Ach hier, verkaufen. Ich bin auch dämlich. Ja, typisch Ede, ne? Typisch Ede. Unglaublich. Gewöhnliches Schwert. Aber die hat wieder schön Geld gebracht. So. Jetzt müssen wir da hinten hin, Steine kloppen. Und dann haben wir auch noch Pinie gebraucht für Holz. Aber die haben wir hier überall stehen auch noch. Holen wir uns erstmal die Steine aus dem Steinbruch. So. Steine, oho. Steine, du-di-du.
Ja, das ist ganz schöne Arbeit für die Schmiede. Aber nicht nur für die, sondern für alles. Dauert halt, ne? Nix kriegt man hier geschenkt. Aber wenn ich jetzt weiß, dass man da viel von zwischendurch braucht, dann kann ich das ja auch mal zwischendurch sammeln gehen. Einfach, dass das dann im Lager liegt. Oder vielleicht kann man ja später auch Leute, ich sag mal, einstellen, die das Ganze dann für einen sammeln. Das weiß ich halt nicht. Da, 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 da. Dudi, dudi, du, du, du. So, haben wir den? Das müsste eigentlich reichen. 36 sollte reichen. Gib mir mal die Axt. Wo sind die Bäume? Gucken mal, wo es leuchtet. Weil das hat, glaube ich, auch nicht gereicht. Die Pinien. Guck mal, da ist einer. Den können wir mitnehmen. Aber die Axt ist jetzt kaputt. Sehe ich gerade. Die hält nur noch von 12 bis Mittag. Steinbeil muss repariert werden. Genau. Macht der trotzdem weiter hier? Und ist gleich ganz kaputt? Ich schätze mal, wenn man später bessere Sachen hat, dann hält das auch länger, ne? 15 Pinien. Gucken wir mal, ob das reicht oder ob er mehr will. Ich hätte auch gerne eine zweite Kiste im Lager hier oben, dass man trennen kann. Eins für Materialien, eins für Lebensmittel, weil jetzt liegt ja alles in einer Kiste hier. So, da kannst du mal die Steine reintun, da kannst du die Pinie reintun, Buche tue ich auch da rein. Das behalte ich. Wofür die ist, ein Fertigkeitspunkt. Ja, nice. Das ist natürlich cool. So, zeig mal die Schmiede. Kann ich die jetzt bauen? Nein. Es fehlt noch. Schon wieder. So, Frage ist... Hallo. Sag mal, pennst du? Gib mir mal eine gebrauchte Axt. So, die kaufe ich. Und mein Angebot, ich kann dir hier einen Steinbeil geben, verkaufen. Bringt sogar gar nichts. So, jetzt aber. Wo war jetzt die Pinie da hinten? Die ich fällen wollte bei uns. Stand hier rum, ne? Genau, da ist er doch schon, ja. Pinie! Ja, damit. So. Na, viel Schaden machen wir aber nicht. Und Ausdauer haben wir auch keine mehr. Ah, immer diese Ausdauer. Immer diese Ausdauer. So, wie viel haben wir jetzt nochmal? 9. Das reicht nicht. Wir brauchen noch einen. Sowohl oder übel noch einen suchen gehen. Da hinten leuchtet es doch schön, hier überall. Guck, der hier noch. Na gut. Also, merke ich mir, nächstes Mal, wenn ich weiß, ich möchte noch so ein Gebäude bauen, gehe ich die Ressourcen dafür vorher sammeln. Und nicht während der Folge hier. So, weil das ist dann doch ein bisschen stupide. Vielleicht testen wir es auch einfach mal, dass wir die nächste Folge dann in einem Livestream spielen. Wäre ja nicht verkehrt. 18. Das müsste reichen. Muss nur wieder in die Kiste hinten. Blum, blum. Jetzt haben wir 33. Sollte reichen. Sollte reichen. So, der Schmied. Nicht die Küche, der Schmied. Oder Schmiede. Holzfällerwerk, Steinbruch, Bauernhof. Guck, da machen sie das nämlich selber dann. Bürgersteig und Kurve, okay. Nein, ich brauche einen Schmied. Alter, sind die groß hier. Kann ich ihn nirgends hinsetzen? Warum kann ich ihn nicht ordentlich hinsetzen? Wieder alles im Weg ist. Ja, so daneben setzen, ey. Aber ich kann es ja nirgendwo hinsetzen. Ja, doch da. So. Mach zu, die bauen den. Wir gehen mal gerade gucken. Immer Bogen drin, bitte.
Und dann können wir gucken, was der braucht für Reparaturkits. Schmied, Dietrich, kupferne Axt, kupferne Spitzhacke, Kurzschwert aus Kupfer, gewöhnliches Schwert, Langschwert, Kupferwachenbuche, Schwefel, Münzen 130, ein Silberschwert, uhu. Truhe von Meister Hugolin, erforderliche Zutaten, Silberbarren, Truhe des Lehrlings, Münzen 1000. Okay, also hier machst du keinen Bogen. Reparaturwerkzeuge, was brauchen wir dafür? Kupferbarren. Kupferbarren, Buche und Münzen. 150 für eins, das ist aber frech. Das ist echt frech. Das ist ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Da haben wir schon wieder ja, einen Punkt, aber wow. Ja. Glückssträhne und hier. Schwertschaden, nee, danke. Maximales Gewicht plus 10. Gegenstandseffektdauer, nee. Gesundheit 20, kostet auch nur einen, können wir anwenden. Yo. Das ist Wahnsinn, was du hier alles hast, ne? Pfad der Klingen, Pfad des Handwerkers, Pfad des Pfeils, der Ausdauer, der Schatten, Pfad der Gewandtheit. Was hast du denn hier alles? Rüstungspanzer, Glückssträhne, kritische Chance plus 3. Also ich würde sagen, ich nehme definitiv Bogen und dann könnten wir noch hier Gewandtheit und Schatten nehmen, würde ich sagen. Pfad der Ausdauer ist dann so, dann sind wir wahrscheinlich voll der Panzer, wenn wir das alles skillen. Ist auch nicht verkehrt. Ich weiß ja nicht, wie viele Skillpunkte man hier insgesamt kriegen kann. Aber wir sind schon gut dabei. 23%, das ist wieder eine ganze Ecke weiter. Da ist noch eine Quest. Hier müssen wir noch das Lager leer machen. Erstmal werde ich jetzt aber zusehen, da oben ist auch schon wieder. Gibt Feinde hier. Ruf wurde erlangt. Okay, also den Ruf brauchen wir nicht nochmal. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier unten irgendwo da noch eine Quest, da noch eine Quest. Mal die Dörfer besuchen, damit wir mit den Leuten hier reden können, wie gesagt wurde. Und wir noch mehr Aufgaben kriegen. So, wenn du das nicht verpassen möchtest, darfst du gerne abonnieren. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.